Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück mit einer weiteren Folge The Isle. Ja, wir sind wieder da. Natürlich unterwegs mit unserem Giga. Gerade gesehen, hier auf dem Server sind echt 199 Spieler gerade. Mitten am Tag ist klar. Dieser Server ist so gut wie immer voll. So, ich hoffe mal, dass wir jetzt irgendwo einen Dino töten können. Denn normalerweise in dieser Gegend, wo ich mich gerade befinde, sind immer Dinos, so 100%. Also wenn wir jetzt versuchen, irgendetwas abzuschlachten, wenn ich denn mal Hunger habe. Ne, bisher ist ja noch alles voll. Aber das kann sich ja ändern, denn alle, die das letzte Mal im Livestream dabei waren, haben gesehen, dass ich hier einen Sub-T-Rex getötet habe. Tja, falscher Ort zur falschen Zeit. Es tut mir leid auf jeden Fall, falls du derjenige bist. Es tat mir echt leid. Du glaubst es gar nicht. Aber ich hatte Hunger gehabt. Und für die Zukunft habe ich halt eine Gefahr ausgemerzt, die meinem Giga vielleicht gefährlich sein könnte. Und vor allem T-Rex ist es definitiv. So. Auf jeden Fall, ich habe mir gedacht, wenn wir hier irgendwann mal sterben sollten auf diesem Server, werde ich hier einen T-Rex spielen. Das ist schon mal sicher. Und vor allem gerade deswegen. Jeder kennt's, den Eiturn. Ich wollte gerade sagen, wer schreit denn hier, aber das ist leider wieder Donner. Verdammt. Da habe ich schon die ersten gehört, aber ich glaube, das war bestimmt AI oder so, ne? Aber wir gehen da einfach mal hin. Wir schauen nach. Ich dachte mir, ich gehe jetzt einfach mal Richtung Wasser da vorne. Das ist ja meistens immer die Möglichkeit, um Dinos zu töten. Ah, ich glaube, das ist ein Velo. Damit kann ich nichts anfangen. Wir gehen Richtung Wasser. Und ich dachte gerade, das Wetter spielt nicht mit, aber so wie es aussieht, bleibt es so wie es ist. Das heißt, kein Donner, kein Regen. Oder vielleicht doch nur Donner, aber man kann ja immer noch sniffen. Ja, das ist... ich glaube, das ist ein Velo. Das heißt, den Kleinen lasse ich einfach mal in Ruhe. Oh Gott, ich hoffe, es regnet nicht. Ihr glaubt gar nicht, wie laut das sein kann. Oder diejenigen unter euch, die da natürlich The Isle spielen, wissen, wie laut das sein kann. Ah, verdammt, ich bin hier oben auf dem Berg. Ach, mies. Ich muss komischerweise feststellen, dass hier, obwohl fast 200 Spieler drauf sind, ich bisher keinen gesehen habe. Keinen. Na, nicht mal hier. Ich glaube, das ist sogar beim Twin Lake. Nichts. Ich glaube, da vorne liegt etwas zwischen den Gebäuden. Aber mehr habe ich bisher noch nicht gesehen. Also wirklich. Leute, wo sind die ganzen Spieler hier? Ich glaube, ich renne einfach mal ein bisschen, denn Hunger soll ein bisschen runtergehen. Ja, das ist eine Leiche. Verdammt, vielleicht habe ich ja Glück und ich kann hier irgendetwas reißen. Das wäre natürlich sehr, sehr schön. Aber es scheint weg zu sein. Ach, verdammt. Oder ist es jemand, der getötet werden wollte? Das kann natürlich auch gut möglich sein. So, was haben wir hier? Okay, ein Allosaurus. Ein ausgewachsenen. Ach, guck mal hier. Ich wäre vorsichtig. Was? Der will angreifen? Aber ist doch Body down. Und es leckt ohne Ende, ne? Leute, mein Giga wird sterben. Es leckt hier ohne Ende. Es leckt und es leckt. Ja, dann ist das halt so. Freunde, ich kann so nicht spielen. Leute, ich kann so nicht spielen. Ihr seht das selbst. Hä? Ohne Scheiß. Leute, keine Ahnung. Ich kann so echt nicht spielen. Wirklich jetzt. Es ist kein Witz. Ich kann so nicht spielen. Ja, mein Giga wird sterben. Mein Giga wird sterben. Oder ich schaffe ihn doch noch. Aber ich glaube nicht. Oh, Freunde, ich habe gewonnen. Ich habe gewonnen. Alter, es ist ein Body down. Tch, alles gut. T-Rex, du kannst ruhig ran. Alles gut, alles gut, alles gut. Aber dieses Buggen, heiliger Scheiße. Aber ohne Witz, es ist ein Body down gewesen. Warum hat der? Warum hat er mich angegriffen? Klar. Ich habe diesen aggressiven Brüll gemacht. Aber
Der hat sofort losgebissen. Was war denn mit den Typen nicht richtig? Ja, Giga, ich würde sagen, du hast verkackt. Ich weiß zwar nicht, wer es war. Mal gucken, vielleicht hat er hier in Lorca geschrieben. Nö, hat er nicht. Tja. Da würde ich sagen, Pech gehabt. Ja, Freunde, wir werden jetzt mal gucken, was habe ich so an Blutung? 13,2. Ja, das schaffen wir, das schaffen wir, das schaffen wir. Er regeneriert sich jetzt ein bisschen und dann sollten wir das eigentlich packen. Aber, ich, keine Ahnung, was mit dieser Person war. Erstmal hat es sich versteckt und hat jetzt einen Giga weniger. Wir haben übelst kassiert, definitiv, durch dieses Hin- und Hergelege. Der war eher immer an uns dran. Keine Ahnung, also das ist richtig mies. Guck mal, mein Ping ist auch extrem hoch. Es ist sehr richtig mies auf diesem Server. Keine Ahnung, wo dieser Server ist. Aber ist leider so. Am Ende hat sich der Ping natürlich gefangen. Und ich kann von Glück sagen, dass ich ihn fertig gemacht habe. Naja, Freunde, ich würde sagen, falls wir nicht verrecken sollten und uns regenerieren, ne, bin ich sofort wieder für euch da. Na, was will er denn jetzt? Was ist denn das? Was ist das? Ach, das ist ein Suchu, gell? Na los, bedien dich ruhig. Ja, du kannst ruhig essen. Ja, alles gut. Guck mal, der glitscht auch so hin und her. Heilige Scheiße. Du frisst jetzt echt von meinem Giga, aber links ist doch auch eine Dings. Und wie gesagt, der Bleed wird immer weniger. Wir haben jetzt nur noch 2 Tropfen. 9,6, alles gut. Ach, guck mal. Sehr schön. Sehr schön. Der leckt aber auch so hin und her. Ich glaube, das ist dieser Ort wahrscheinlich. Schreibt das mal bitte in den Kommentaren, ob das wirklich hier an diesem Ort liegt oder keine Ahnung. Schreibt mal rein, ob ihr auch diese Erfahrung habt. Guck mal, der packt die ganze Zeit so hin und her. Naja. Dann würde ich sagen, wieder, bis gleich. Ah, verdammt, es wird langsam dunkel. Und im Hintergrund, ich glaube, der Alu greift jetzt den Kleinen an, oder? Der Alu packt auch hin und her. Also irgendwie läuft der Server gerade nicht rund. Mal gucken, lässt er den Kleinen in Ruhe, ja. So, ein Bleed haben wir noch. 4,2, das passt. Der Alu bleibt jetzt auch liegen dort hinten. Das ist sehr schön, das heißt, ich bin hier wirklich sicher. Und glaube mir, Giga, ich werde dich mit Freuden essen. Das glaubst du gar nicht. So, ansonsten ist hier wirklich alles gut. Aber ein Hit hätte, glaube ich, gefehlt. Oder zwei, dann wäre ich definitiv hinüber gewesen. So, was sagt die Uhr? 18:53. Oh, ich hasse es. Ich hasse es, Freunde. Und nicht wundern, das, was ab und zu mal reinkommt, diese Effekte, dieses Schlirren, das ist, weil ich in der Nähe von diesen Gebäuden bin. Keine Ahnung. Die scheinen wohl irgendetwas auszustrahlen. Was ich persönlich total schwachsinnig finde. Aber naja. Und die Texturen seht ihr ja selbst. Die müssen alle noch angebracht werden. Ich bin jetzt zumindest schon mal froh, dass da, ja, in Anführungszeichen, Fenster sind. Und wir lassen uns einfach mal überraschen, wann die Menschen wieder reinkommen. So. Jetzt heißt es erstmal wieder weiter regenerieren. Ach, guck mal, Leute. Ich weiß nicht, ob ihr ihn seht. Der T-Rex hinter mir. Er frisst schon wieder. Muss nur aufpassen, dass nichts Größeres kommt. Ne, sieht gut aus. Krass. Hört ihr das? Selbst der Kleine stampft schon wie ein Großer. What the fuck? So, 0,6 Leute. Gleich geschafft. Definitiv. Da müssen wir nur noch diesen hässlichen roten Rand wegkriegen. Ja, ja. Da hinten läuft ein Raptor rum. Eieiei. Okay, ich denke mal bei diesen... Was war das? Also bei den Twin Lakes werde ich definitiv bleiben. Oh, jetzt kommen schon diese restlichen paar Tropfen. Jetzt gehen doch weg. Doch, da ist doch irgendwas. Ja, da hinten. Seht ihr das? Das sind zwei Alus, sind das ausgewachsene. Und? Ne, das sind echt zwei Alus. Scheiße.
Ach Mann, 0,6 ist gleich vorbei. Oh nein, da wurde etwas getötet. Was sehe ich von hier aus? Das ist nicht vor meinem Rand. Irgendeine Leiche liegt da. Das ist doch mies. So, Freunde, wir können endlich aufstehen. Wir können endlich aufstehen und die Leiche fressen. Und ihr habt es ja gesehen beim Fight. Also ihr müsst wirklich komplett stehen bleiben. Ansonsten könnt ihr kein Eitür nutzen. Er hätte mich im Endeffekt locker fertig gemacht. Hätte einfach mal so gemacht. Ne? Einfach mal ordentlich gezielt und alles wäre gut gewesen. Aber jetzt wird gefressen. Auf unser Erfolg. Ja. Ich hoffe, du siehst das. Wie gesagt, du hättest einfach nicht angreifen müssen. Wir hätten uns die Leiche teilen können, aber du wolltest ja nicht. So. Okay, dort hinten. Ich denke mal, da wird nichts passieren. So, fressen? Okay, haben wir voll. Sehr schön. Jetzt nochmal ein Schrei. So, wir sind da, Freunde. Also bleibt bloß weg von mir. Ich muss definitiv jetzt erstmal weg hier von den ganzen Gebäuden und sowas. Diese Effekte nerven wirklich. Die sind ekelhaft. Die sind einfach nur mies. Deswegen, ich renne jetzt einfach nur geradeaus. Ah, jetzt sind sie weg. Jetzt sind sie... Nein, noch immer. So. Aber das ist eine schöne Stelle hier. Also bleiben wir jetzt momentan hier, würde ich jetzt sagen. So, wieder für Nachtsicht. So, ein bisschen trinken, würde ich sagen. So, aber dort gerade... Was ist das? Okay, das erkenne ich gerade nicht. Das Blöde ist natürlich, dass jetzt die Nacht wieder angebrochen ist, ne? Na, da hinten, das sind 3, 4 Alus wahrscheinlich, so wie es aussieht. Ja. Weiß nicht, ob ihr sie sehen könnt. Es sind auf jeden Fall 4. Könnte ich auf jeden Fall noch fertig machen, wenn die jetzt ankommen sollten. Und ich sag mal, falls ihr euch verstecken wollt oder sowas, ne? Also finde ich persönlich, diese Insel hier in der Mitte von Twin Lake, nutzt diese. Also ich finde es persönlich richtig gut, wenn ihr Full Stamina habt. Dann könnt ihr da schön drüber gehen, euch verstecken und alles ist gut. Und ihr seht ja selbst, von den Dinos her sind hier recht viele. Ja, und lockt euch auf jeden Fall immer dort aus, wo Büsche sind, Tannen sind und. Und wartet immer hier unten links auf die Zeit zum Ausloggen. Wenn ihr das vorher drückt, befindet sich euer Dino noch die gesamten Sekunden auf dieser Map. Das heißt, hat euch jemand gesehen, der kann euch noch töten. Also seid wirklich vorsichtig, ja? So, jetzt sniffen wir nochmal, damit ihr mal das Wunderschöne sehen könnt. Ah, ist das nicht herrlich? Sieht wunderschön aus. So, das sind meine Fußspuren. Ach ja. Mal gucken, ich denke mal, dass ich wieder etwas mehr The Isle aufnehmen werde. Ich sag mal, ich habe wieder ein bisschen Gefallen daran gefunden, definitiv. Und... ja. Ich spiele nicht nur auf einen Server, sondern auf mehreren. Also, auch wenn ich live streame oder so, ihr seid alle herzlich willkommen. Jeder kann mitspielen. Außer jetzt ist es ein Server mit gewissen Regeln, zum Beispiel so wie hier. Dann ist es halt leider so, ne, Freunde? Aber schaltet definitiv rein. Lasst auf jeden Fall ein Abo da. Hittet den Daumen nach oben, ne? Macht den blau, lasst den nicht grau. So wie meine Community das immer sagen würde. Wir gehen jetzt erstmal hier hoch und dann würde ich sagen, falls euch diese Folge natürlich gefallen hat, wir haben natürlich einen Giga getötet. Selbst schuld. Und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge, Freunde, ne? Macht's gut.